Ja, ich fand das eine ausgesprochen spannende Diskussion heute Abend. Und als Resümee würde ich ziehen, dass eine große Verantwortung auf der kommenden Bundesregierung lastet, die Rechtslage in Deutschland und auch in Europa möglichst so zu verändern, dass sich Sicherheit für IT-Unternehmen deutlich mehr lohnt als bisher. Ich denke, dass der Rechtsrahmen da noch nicht hinreichend ist. Bislang ist es so, dass Unternehmen nur versuchen können, mit besserer IT-Sicherheit im Wettbewerb zu überzeugen. Aber hier fehlt es einfach an einer besseren Transparenz. Für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für Unternehmenskunden muss einfach deutlich werden, ob ein IT-Produkt tatsächlich die Sicherheit bietet, die es verspricht. Und da sehe ich eben die Bundesregierung in der Verpflichtung, hier Regelungen zu schaffen, um diese Transparenz zu verbessern. Das Bewusstsein für die Freiheitsrechte im Netz ist Gott sei Dank erfreulich groß. Viele Menschen sind beunruhigt dadurch, wenn ihre Freiheitsrechte beeinträchtigt werden. Das hat zum Beispiel ja die Diskussion um die Enthüllung von Edward Snowden gezeigt. Viele Menschen waren verunsichert, ob ihre Kommunikation im Netz tatsächlich noch sicher ist. Auf der anderen Seite ist auch das natürlich sehr schwer einzuschätzen. Für Menschen, die sich jetzt nicht jeden Tag mit IT-Sicherheit zum Beispiel beschäftigen, wo denn tatsächlich Bedrohungen ihrer Privatsphäre drohen und wo sie beruhigt kommunizieren können. Und auch hier, denke ich, sollte die Politik sich mehr Mühe geben, um tatsächlich so ein Basiswissen IT-Sicherheit und ein Basiswissen Privatsphäre zu vermitteln. Ja, also ich denke, das ist zunächst mal eine Aufgabe, die tatsächlich auf die Schulen zukommt, dass sie Grundbegriffe eben auch von IT-Kompetenz vermitteln müssen. Das ist, denke ich, heute eine Kulturtechnik, wie es zum Beispiel früher Lesen und Schreiben waren. So ist heute eben IT-Wissen dazugekommen. Und das bedeutet aus meiner Sicht jetzt nicht, wie man zum Beispiel Microsoft Word benutzt, ja, denn das wäre Wissen, das schnell veraltet. Aber die Grundbegriffe sind wichtig. Zum Beispiel, dass Privatsphäre ein Wert an sich ist, ne? Dass man sich nicht die Frage stellen darf, ob man was zu verbergen hat, sondern dass man sich einfach deutlich machen muss, dass man möglichst wenig von sich preisgeben sollte, einfach wenn man nie weiß, in welchem Kontext die Informationen später gestellt werden. Das sind Grundbegriffe, die kann, denke ich, auch eine Schule vermitteln, wenn sie entsprechend ausgestattet ist. Das ist natürlich nicht billig, aber ich denke, das können die Länder schon schaffen. Es fehlt hier und da vielleicht nur der politische Wille, auch konsequent auf IT-Kompetenzen zu setzen. Die ethische Komponente ist wichtig oder auch generell die politische Komponente. Was bedeutet denn das eigentlich? Was bedeuten Meinungsfreiheit und Ehrenschutz zum Beispiel? Das sind ja auch zwei Grundwerte, die im Internet häufig in Konflikt geraten. Denken wir an die Diskussion um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Denken wir an Respekt vor den anderen zum Beispiel. Aber eben auch die Frage, wie bewerte ich denn eigentlich Meinungen, die im Internet publiziert werden? Also eine Art Quellenkritik, ja? Dass man eben nicht ungefragt alles übernimmt, was einem Facebook zum Beispiel in die Timeline spült, sondern dass man sich immer fragt, wer veröffentlicht das? Ja? Dass man eine Nachricht in der Neuen Zürcher Zeitung oder in der FAZ eben anders bewertet als einen Beitrag auf RT, ja, dem russischen Infoportal. Ja? Oder andere würden sagen, der russischen Fake News Schleuder. Also das ist, denke ich, auch eine Grundkompetenz, die immer schon wichtig war. Ja? Immer schon musste man wissen, wer hat denn eine bestimmte Nachricht verbreitet, aber im Internet zeigt sich das mit besonderer Deutlichkeit.